Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Heute das Thema Rettungsbund. Rettungsbund in Verbindung mit dem Pahlsteg. Pahlsteg heißt Pfahlstich. Setzen wir ein, um zum Beispiel Personen zu sichern, wenn sie am Ufer arbeiten, im steilen Ufer, wenn wir verhindern wollen, dass sie dann reinfallen ins Wasser oder wenn wir Personen über eine Leiter retten, dass sie dann gesichert werden. Oder wenn wir zum Beispiel auf dem Dach arbeiten führen, dass wir da gesichert werden können, legen wir diesen Rettungsbund an in Verbindung mit dem Pahlsteg. Pahlsteg heißt, ist ja Pfahlstich. Pahlsteg kommt ein bisschen auf den Platten, hat sich aber so eingebürgert, man redet immer vom Pahlsteg. Den würde ich jetzt gerne mal zeigen, wie das geht. Und würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ganz langsam kriegt ihr schon hin. So. Hierzu habe ich natürlich Unterstützung, das kann ich nicht alleine machen. Habe ich einen Kameraden Martin hier. Das bin ich. Martin, ich werde jetzt einen Pahlsteg anlegen. Verzeih mir, wenn es nicht so klappt, wie wir uns das vorstellen, aber wir kriegen das schon hin. Alles klar, wir brauchen dafür natürlich eine Leine, einen Leinbeutel, ganz normale Leine, Feuerwehrleine. Ich nenne diesen Knoten den Knoten der lauter Bs. Drehen wir es mal so hin, dass wir es schön sehen. Und wir haben einen Leinbeutel, legen die Leine hier so um den Hals. Und jetzt fangen wir an erstmal mit dem Rettungsbund. Der Rettungsbund ist so, dass man hinter der Schulter, also unter die Achseln durchgeht. Und hier das verdreht. Seht ihr das? Nochmal langsam. Einmal so. Einmal so. Und fertig. Gut ist jetzt, wenn jemand unterstützen möchte, nimmt er bitte die Achseln runter. Dann kann ich hier eigentlich richtig runterdrücken. Dann kann ich hier eigentlich loslassen. Und der Knoten sitzt immer noch optimal in der Mitte. Okay? Und auch oben. Wir drehen sie wieder zurück. So, also die Leine um den Hals und das Ende bis zum Boden. Okay. Jetzt unter die Achseln einmal durch. Ich umarme dich mal ein bisschen. So, und schön hoch. Hier drückt er ran. Kann ich erstmal hängen lassen. Jetzt nehme ich wieder, jetzt kommen wieder die lauter Bs ins Spiel. Und zwar nehme ich die Leine, die zum Beutel geht. Nicht das Ende. Das vergesse ich erstmal. Und das drehe ich jetzt zur Brust. Ich zeige es nochmal langsam. So. Okay, es gibt jetzt zwei Varianten von diesen Knoten. Ich zeige euch erstmal die ausführliche. Von hinten komme ich aus der Leine raus. Ich zeige es gleich mal von nahen. Man fängt die Leine ein und geht wieder zurück. So sieht das dann aus. Okay. Natürlich strammer, ich zeige das noch gleich komplett. Das kann man sich auch merken, indem man sagt, man baut sich hier eine Höhle. Erstmal kurz auseinandertüllen. Du hältst mir die Achsen weiter zusammen. Super, wenn man einen guten Kameraden hat. Also wir machen das so und stellen uns jetzt vor, das ist eine Höhle. Okay. Da kommt jetzt eine Moräne raus. Die guckt raus. Schnappt sich die Leine und geht gleich zurück. Jetzt gleich aus der anderen Sicht. Also die Leine zur Brust hindrehen und die Hand press anliegen lassen. Mit der Leine komme ich jetzt, ich sag mal mit der Moräne, komme ich jetzt aus der Höhle, pack mir die Leine und gehe wieder zurück. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es gut erkennen. So, gleich ein bisschen fester machen. Und ihr seht es, ich bin hier rausgekommen, habe das eingefangen und bin wieder hier zurück. Jetzt spanne ich, indem ich zum Leinbeutel hin runter die Leine ziehe. Zack. Das Ende würde ich jetzt mit einem Spierenstich sichern. Ihr wisst, Spierenstich war dieser Knoten, der so aussieht wie ein Brezel. Nur hier durch. Das heißt, ich nehme mir einfach mal hier einfach mal hinterlang und mache so den Knoten. Sollte das Ende jetzt hier noch baumeln, in der Tasche verstauen. Gut. Der andere Weg ist, wieder die Leine, die zum Beutel geht, drehe ich so wie gehabt und stecke jetzt das Ende hier so durch. Seht ihr das?
Da muss ich die Leine hier nur durchwerfen. Kann die wunderbar spannen. Und jetzt ziehe ich die anderen, der zum Beutel geht und klappt den Knoten einmal um. Flupp, fertig. Und irgendwie sieht er komisch aus. So, ne, ist fertig. So, sieht doch gut aus. Ne? Jetzt nochmal von nahen. Die zweite Variante war Ausgangsposition wie gehabt. Ich lasse die andere erstmal los, damit wir uns nur auf diese eine Leine konzentrieren. Ich drehe sie wieder zur Brust, wie vorher auch. Aber jetzt klappe ich die Öse um und ziehe mir das Ende hier mal raus. So, jetzt gehe ich einfach nur einmal durch mit der Leine. Spanne das, dass es richtig schön sitzt. Die ganze Zeit drückt meine linke Hand an die Brust. Martin kann das bestätigen. Jawohl. Genau. So, und jetzt beim Ziehen zum Leinbeutel schlägt dieser Knoten, was ja momentan noch so eine Schlaufe ist. Ne? Momentan kann ich ja hier noch so durchziehen. Ihr seht das, dass hier Bewegung ist. In dem Moment, wo ich jetzt aber den Leinbeutel ziehe, also die Leine zum Leinbeutel ziehe, schlägt der Knoten hier gleich um. Der macht gleich Flupp. Achtet drauf. Und Flupp. So. Und das ist der Power Stick. Spierenstich hinterher. Seid ihr ja schon Profis drin mittlerweile. Zack. Okay. Ist das jetzt fest? Und das ist immer noch zu lang. Das haben wir natürlich mit Absicht gemacht. Kann man das Ende hier auch irgendwo in die Tasche verstauen? Es geht darum, dass wir hier nicht beim Retten der Person hier Unannehmlichkeiten bereiten und das ins Gesicht schlägt. Ne? Das muss alles verstaut sein und weg. Hier in der Tasche, da weg. Ne? Das ist der Rettungsbund mit Pfahlstich. Eigentlich ganz einfach. Und er hält. Und nochmal zum Abschluss, er muss die ganze Zeit mittig sitzen. Nicht zu tief und denkt dran, wenn ihr übt, muss er oben gebunden werden. Auch wenn wir Frauen haben, empfehle ich sie immer ein bisschen höher zu binden. Weil wenn sie drin hängen im Seil, ist und so, dass er die Leine hochrutscht. Das wäre blöd, wenn wir hier unten knoten und das dann hochschlägt. Wollen wir nicht, ne? Super. Ganz normaler Ablauf nochmal, damit ihr alles zusammen jetzt verknüpft. Also man macht erstmal diesen Rettungsbund komplett bis zum Boden, zack. Und ich mache das jetzt mal in einer Geschwindigkeit durch. So, und mal Arme runter bitte. Schön stramm liegen, zack. Leine durch. Wichtig ist ein bisschen stramm alles, zack. Umschlagen, zack. Rettungsbund ist gleich fertig. Jetzt der Spierenstich. Zack. Und mitkommen. Und los geht's. Arm runter. Ja, Freunde, es ist schon fertig. Der Kamerad ist gesichert. Übt es bitte, spult zurück, guckt euch das nochmal an. Martin, du warst eine super Hilfe. Du ja. Auch, wie immer. Schönen Dank fürs Reinschalten und abonniert den Channel und vielleicht machen wir bald noch mehr Videos. Ne? Alles genau. Klar. Macht's gut. Super. Ciao. Oh, hält doch.